Die maximale Zahl ist knapp 200 Betten, die wir haben. Und das heißt, das wäre auch die Zahl der Flüchtlinge, die hier untergebracht werden können. Also mein Name ist Ingo Henke, ich bin Geschäftsführer der Ciborio Service GmbH. Wir arbeiten in dem Bereich der Sozialbetreuung, auch Sozialbetreuung für geflüchtete Menschen. Also Sanitäranlagen sind ausreichend vorhanden. Es ist eine Turnhalle, wo natürlich auch Sportmannschaften sich duschen müssen. Da sehe ich weniger das Problem drin. Küche, sie kochen natürlich nicht selber. Das wäre ein großer Aufwand, sondern sie werden hier versorgt, dreimal am Tag, Frühstück, Mittag, Abendessen. Das Essen wird dann auch hier in dem Raum eingenommen. Da werden wir noch ein paar Tische aufstellen. Die Tische bleiben natürlich auch über den Tag, dass man sich halt hier auch mal gemütlich zusammensetzen kann. Es wird 24/7 Kaffee und Tee geben. Also Versorgung ist absolut gesichert.